Hi meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ein Twin Flame Reading steht an. Ich bin heute Morgen aufgestanden und war irgendwie wie von einer Tarantel gestochen, obwohl die ja nicht stechen, sondern nur beißen. Und ja, bin dazu berufen worden, Twin Flame Reading zu starten. Das weibliche Kollektiv wird jetzt aufgerufen, zu heilen und ihre Kräfte zu aktivieren. Den männlichen Flammen geht es momentan nicht so gut. Ich hatte vor 2 Tagen auch einen Traum, wo mir das schon mitgeteilt wurde und dachte, das ist eher was Persönliches für mich, aber das scheint wohl tatsächlich kollektiv zu sein. Von daher ist es bestimmt für die einen oder anderen interessant zu wissen, was jetzt momentan gerade los ist. Sorry, wenn ich ein bisschen vor mich hinschniefe, ich habe gerade geheult irgendwie beim Mischen oder beziehungsweise beim Auslegen der Karten dann. Ich habe die physische Ebene beleuchtet, die emotionale Ebene. Die mentale und die spirituelle Ebene, okay. Wir haben jetzt hier gerade, was die männlichen Flammen angeht, die Karte Kronenchakra. Also hier passiert gerade eine große Heilung, die nicht unbedingt angenehm sein muss. Ja, also das Kronenchakra, da ja, haben wir Zugriff eben auf die Akasha-Chronik und oft auch auf frühere Leben und auf, ich sag jetzt mal so, die größeren Dinge, die mit dem Kosmos verbunden sind. Ja, das kann hier auch also DNA-Aktivierungen und Downloads geben, die passieren, ja, die Kanäle müssen freigeschossen werden, damit eben ne, alle Blockaden aus dem Weg geräumt sind, etc. Und deswegen werden gerade die weiblichen, wollte ich gerade schon sagen, die männlichen Flammen an den Strand gesetzt. Und zwar alleine. Ja, wir haben hier die Eight of Cups, also das ist die Karte, die mit dem emotionalen Entzug zu tun hat. Wir sehen eine Person, die alleine am Strand sitzt. Ja, in sich geht, sich, also jetzt nicht vom Wasser berührt wird, aber aufgefordert wird, sich in irgendeiner Form mit dem Wasser, also mit dem Element der Gefühle zu verbinden. Ja, hier sehen wir jemanden, der meditiert, der eventuell hier auch Wissen eben empfangen kann oder empfangen soll. Aber es geht auch darum, sich Gedanken darüber zu machen, warum man immer wieder in diesen Runner-Modus reinverfällt. Moment, ich muss mal eben kurz gucken, dass ich die Kamera ein bisschen anders stelle, dass ihr besser sehen könnt. So. Ja, der Runner-Modus, das ist eine ganz typische Karte, die Seven of Cups. Wir haben hier eine Person, die praktisch so das Zirkusgelände verlässt hier hinten. Hat 5 Schwerter eingesteckt, ja, also für 7 hat es nicht gereicht, 2 stecken hier in der Erde. Die 2 der Schwerter zeigt einen mentalen Konflikt an, dass man eventuell auch die Dinge nicht richtig sehen kann. Auf vielen anderen Karten, die 2 der Schwerter zeigt, wird die Person mit verbundenen Augen dargestellt, dass man nicht weiß, ob man links oder rechts gehen soll. Jetzt stecken diese 2 Schwerter in der Erde. Das ist eben das, was die weibliche Flamme jetzt betrifft und 5 Schwerter sind eingepackt. Ja, da geht es also auch um einen mentalen Konflikt, ja, mit den 5 der Schwertern. Und hier ist jemand einfach nicht in der Lage, sich dem Ganzen zu stellen und schleicht sich praktisch irgendwie von diesem ganzen Szenario davon. Das ist, wie gesagt, dieser typische Runner-Modus, der dann stattfindet. Und die männliche Flamme wird jetzt gerade hier, wie gesagt, an den Strand berufen, am Schnellwittchen gepackt, hier hingesetzt und hier wird gesagt, so, jetzt denk mal darüber nach, woher dieses Verhalten kommt. Okay. Bei einigen kann das natürlich etwas Persönliches sein. Bei anderen ist es so, dass die Kollektivenergie auf die männlichen Flammen wirkt. Okay, auch wenn jetzt kein Runner-Modus da ist, aber ganz oft wird man eben davon dann, ich sag mal, behaftet, ja, mit ins Boot reingezogen und muss dann eben auch dafür sorgen, dass die Brüder und die Schwestern eben in die Heilung gehen, die eben diese Themen betreffen. Das ist nicht wirklich einfach, was jetzt hier gerade liegt. Ja, also hier sind einige Trigger mit eingebaut und ja, die weiblichen Flammen fühlen das auch. Okay, wir haben hier einmal die Karte Heartache and Loss, den Herzschmerz und den Verlust. Ja, hier sehen wir auch eine Lady, ja, die mehr oder weniger gefangen ist, ein bisschen eingemauert hier, sich nicht wirklich bewegen kann, ein gebrochenes Herz hat, traurig ist, ja. Also man sieht hier, beide sind jetzt nicht glücklich, okay. Hier sitzt jemand alleine am Strand, hier ist jemand alleine in der Burg eingemauert, sieht eben nicht irgendwie, wie schön der Himmel da hinten ist und die Person sieht eigentlich auch gar nicht, wie schön das Meer ist. Ja, und
Ja, Heartache and Loss, das kann ja also mit vielen verschiedenen Situationen zu tun haben. Okay, das muss jetzt nicht immer um irgendwie um noch eine andere Person sich drehen, die mit im Boot ist, sondern eben also ne, das können karmische Situationen sein, die in sämtliche Richtungen sich eben ausbreiten. Und ja, auch die weibliche Flamme geht jetzt gerade auf der physischen Ebene was soll das? Was mache ich hier eigentlich? Ja, also es ist eine Defragmentierung. Hier ist ganz viel in der Gedankenebene unterwegs, was eben auch mit ne, diesen zwei Schwertern, von denen ich vorhin gesprochen habe, dieses nicht wissen, in welche Richtung man gehen soll, vielleicht auch blindfolded, also ne, ja, blind, wie heißt das denn? Wie heißt das denn, wenn man so eine Augenbinde aufhat und nicht wirklich richtig sehen kann? Und hier werden ganz viele Fragen, ne? Hier kommen ganz viele Fragen an die Oberfläche. Ja, auch die Frage, nach welchem Kelch soll ich greifen? Ist das jetzt alles eine ganz große Illusion, in der ich unterwegs bin? Ja, wir haben hier The Seven of Cups. Ja, wir sehen hier sieben Kelche, ne? Jemand versucht danach zu greifen, aber weiß eigentlich gar nicht genau, nach welchem Kelch er greifen soll. In jedem Kelch ist etwas anderes drin. Einmal ein Regenbogen, dann haben wir hier eine Meerjungfrau, hier ist Geld, hier ist ein Schmetterling, der für Transformation steht, hier ist, ne, die schöne Burg, wo sie jetzt vielleicht auch gerade, ne, drin ja, eingemauert ist sie nicht wirklich, aber ne, festgebunden. Hier oben ist ein Kätzchen mit drin und dann haben wir, tja, was auch immer das ist, vielleicht ein Drache. Ich bin mir nicht, sorry, ich bin mir nicht ganz sicher. Das hier hat auch etwas mit Kommunikation zu tun. Ja, vielleicht ist einem das Wort abgeschnitten worden und die weiblichen Flammen sind jetzt nicht in der Lage, auf der physischen Ebene in irgendeiner Form zu kommunizieren, weil man überhaupt gar nicht an die männliche Flamme rankommt. Und die männliche Flamme jetzt, wie gesagt, hier in diesem Prozess ist, der Acht der Kelche. Das ist auf anderen Karten auf die Darstellung, dass man vor einem Altar steht und da sind acht Kelche und man verschwindet praktisch so ins Dunkle, um den neunten Kelch zu finden. Ja, und der neunte Kelch ist die große Wunscherfüllung. Aber hier geht es jetzt tatsächlich dann darum, ne, was ist die große Wunscherfüllung? Ja, und was habe ich getan? Oder ne, was habe ich ausgelöst? Und damit, weil das jetzt gerade nicht stattfinden kann. Ja, bei den weiblichen Flammen ist jetzt halt noch Verwirrung. Nach welchem Kelch soll ich denn jetzt greifen? Was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Ja, ich hab investiert, ich war großzügig, ja, auch großzügig, was meine Gefühle angeht und habe mich geöffnet, habe versucht, irgendwie das Ganze in den Ausgleich zu bringen. Okay. Und ja, was kommt letzten Endes dabei raus? In was habe ich überhaupt hier investiert? Ja. Ja, es ist eine etwas schwerere Energie, wie gesagt, auf der physischen Ebene. Ne? Das wirft halt sehr große Fragen auf und nicht nur die weiblichen Flammen fragen sich, sondern die männlichen Flammen fragen sich eben auch, woher diese bestimmte Verhaltensweise kommt. Wir haben ja viele Siebene, viele Achter mit drin. Ich komme da jetzt gleich drauf zu sprechen. Ich hoffe, dass ich die jetzt nicht irgendwie komplett durcheinander schmeiße. Also wir haben hier jetzt schon mal vier Siebener. Einmal Seven of Wands. Dann haben wir hier die sieben Choose Your Battles. Wir hatten hier das Kronenchakra mit der Zahl 7 und das Seven of Swords. Okay, ja, also viermal die 7. Vielleicht begegnet die den männlichen Flammen jetzt gerade in der letzten Zeit ziemlich oft oder auch den weiblichen Flammen und dient eben als Synchronizität. Bei der 7 geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Das ist im Tarot, in den großen Arkanen der Wagen, wo es eben darum geht, in die richtige Richtung zu fahren. Okay. So, choose your battles. Wir sehen jetzt hier, das ist jetzt die emotionale Ebene. Das ist aber auch etwas, was die spirituelle Ebene mit beinhaltet, weil Gott möchte jetzt, dass die männliche Flamme sich endlich mal irgendwie für etwas entscheidet. Ja, und nicht dazu entscheidet, hier irgendwie zu flüchten und ne, sich vom Acker zu machen und davon zu schleichen. Meistens ist das auch eine Karte, die noch Nacht und Nebel anzeigt. Ja, sondern sich jetzt wirklich mal damit auseinanderzusetzen, warum passiert das hier? Ja, warum renne ich von meinem Glück weg? Ja, hier steht eine Person und hier sind mehrere Aufgaben, die jetzt auf diese Person zukommen, ja, auf die männliche Flamme. Und hier geht es darum, wirklich weise zu entscheiden, welche Aufgabe als erste angegangen wird.
Auf der emotionalen Ebene, okay. Wir haben zudem das Seven of Wands. Also wir sehen hier jemanden, der so eine Art Verteidigungshaltung hat. Ja, also so, das ist so praktisch so der innere Türsteher, der sagt, ey, du kommst hier nicht rein, ja, weil hier dann eben ne, andere Stäbe sind, die verschiedene Aufgaben anzeigen. Ja, das kann jetzt also im spirituellen Bereich liegen, das kann jetzt in der Twin Flame-Geschichte liegen, das kann jetzt mit der Arbeit zu tun haben, mit Familie zu tun haben, mit Freunden zu tun haben. Also da passiert jetzt gerade unheimlich viel. Und deswegen wird die männliche Flamme auch wirklich dazu angeleitet, sich wirklich mal hier hinzusetzen und sich das alles mal anzugucken und eine Entscheidung zu treffen. Wir haben die Karte des Turms dazu. Ja, der Turm ist etwas, was von Gott eingeleitet wird. Der Blitz schlägt ein, bam, die Dinge gehen kaputt. Ja, vielleicht hat die Liebe jetzt auch in der letzten Zeit darunter gelitten, gerade unter, wie gesagt, nach bestimmten Verhaltensweisen. Und der Blitz, beziehungsweise der Turm räumt auf. Ich nenne das immer so das Krankenhaus Gottes. Ja, ne? Im besten Fall, oder ich sage jetzt mal im klassischen Tarot, haben wir einen Turm, wo, wie gesagt, der Blitz einschlägt, die Leute fliegen raus und dann sieht man einfach irgendwie, was übrig geblieben ist, ne? Zum Ende. Und der Turm ist keine angenehme Karte. Das ist ein Trauer-Moment, der jetzt gerade stattfindet. Auch auf der emotionalen Ebene. Ja, also das ist für einige männliche Flammen. Die spüren diesen Verlust und das, was sie ausgelöst haben. Jetzt auch gerade bei den weiblichen Flammen, die hier irgendwie, ne, festgebunden sind, einen totalen mentalen Konflikt haben, gar nicht mehr wissen, irgendwie, was soll ich jetzt glauben, vielleicht auch einen Gewissenskonflikt mit Gott haben, weil eben, ne, hier, ne, vielleicht auch, ne, vielleicht denkt man auch darüber nach, waren das jetzt alles leere Versprechungen, die mir gegeben wurden. Ja. Ich habe so viel investiert, ich habe hier wirklich alles gegeben und ne, bin großzügig irgendwie mit den Dingen umgegangen, habe versucht, das Ganze auf die materielle Ebene runterzuziehen. Und was ist jetzt übrig? So, the Tower Moment ist, wie gesagt, etwas, was von Gott eingeleitet wird. Okay, also Gott greift jetzt ein und sagt, okay, so, jetzt ist Schluss hier mit dem ganzen Firlefanz. Und das ist, also, man soll in Heilung gehen. Ja, das ist ganz wichtig. Und ne, es kann halt gut sein, dass jetzt hier ganz viele verschiedene Dinge vom Blitz getroffen werden. Und das ist das große Reine machen, was jetzt gerade hier passiert. Auch auf der emotionalen Ebene. Ja, sich von allem zu trennen, was einen bindet und hindert. Der Turm tut weh. Ja, das kann also jetzt mit einem Umzug eventuell auch zu tun haben, muss es aber nicht unbedingt. Der Turm ist etwas, was jetzt nicht wirklich angenehm ist. Und diese Karte hier heißt Rebuild. Ja, also hier ist praktisch die weibliche Flamme vom Blitz getroffen worden, ja, in der Welt der männlichen Flamme. Und ja, hier ist einiges kaputt gegangen. Ja, und es geht darum, etwas neu zu erschaffen, in eine Erneuerung zu bringen. Wir haben hier die Sonne mit drauf, ja, und auch eine weibliche Person mit Engelsflügeln, die hier übrigens, ja, die Liebe festhält. Okay, die Liebe heilt. Wir haben durch die 1 und die 6 übrigens auch eine 7. Also die männlichen Flammen werden gerade richtig, also die werden gezwungen dazu, jetzt Entscheidungen zu treffen. Ja, und nicht in diesem Harm, nee, ich ne, mache mich jetzt mal eben kurz aus dem Staub und vom Acker. Das funktioniert jetzt nicht mehr, okay? Ja, weil die weiblichen Flammen haben also noch nicht nur lang genug gewartet, sondern auch wirklich intensiv an sich selbst gearbeitet. Und ihr dürft auch stolz auf euch sein, okay? Ja, und na, wie gesagt, jetzt kommt halt diese große Herausforderung und diese große Veränderung. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert. Das kann ein wenig dauern, ja, je nachdem, was man alles zu bearbeiten hat. Aber es ist definitiv, dass jetzt ein ganz großer Moment da ist, wo einfach das Alte nicht mehr funktionieren wird. Ja, also alles, was man vorher gemacht hat und wo man mit vor die Wand gefahren ist, das wird nicht mehr funktionieren und das wissen die männlichen Flammen. Also es muss eine große Veränderung jetzt kommen. Wir haben dazu die Karte des Sterns, das ist sehr schön. Nach dem Turm kommt der Stern und der Stern zeigt eben die große Heilung. Ja, also dass man sich mit dem Wasser verbinden kann, dass man also Luft mit Wasser verbinden kann, also die Gedanken mit dem Wasser verbinden, also mit den Gefühlen verbinden kann, dass man in den Ausgleich geht. Ja, hier haben wir den Wassermann oder die Wasserfrau. Was jetzt aber nichts mit dem Sternzeichen zu tun hat, kann man natürlich darauf beziehen, aber ich mache das in den Twin Flame Readings eigentlich weniger. Und hier, diese Figur hat zwei Kelche in der Hand. Ja, die zwei Kelche deutet auch wieder auf eine Seelenpartnerschaft hin.
Ja, also dieser Turm, dieser Trauer-Moment, der jetzt kommt und wo der Blitz einschlägt. Und na, wie gesagt, das tut weh. Ja, das ist jetzt nichts, was irgendwie schön ist, sondern da werden alle Verletzungen und alles, was man vielleicht selber veranstaltet hat oder andere mit einem veranstaltet haben, das kommt alles an die Oberfläche, damit es in Heilung reingehen kann. Ja, und damit man sich hier in der Energie der zwei der Kelche wieder begegnen kann, um wieder neu aufeinander zugehen zu können. Okay. Ja, also wie gesagt, das Star, da freue ich mich auf jeden Fall darüber, dass die gefallen ist, weil dieser große Heilaspekt eine Rolle spielt, was eben auch nochmal unterstützt, dass Gott jetzt wirklich mal eingreift und sagt, so geht das nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt hier in irgendeiner Form agieren, okay? Weil man das selber vielleicht nicht hinbekommt und immer wieder irgendwie in denselben Kreislauf reinkommt, geht es jetzt eben darum, das Ganze zu durchbrechen, um etwas Neues zu starten. Ja, bei den weiblichen Flammen auf der emotionalen Ebene, das finde ich sehr schön. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die weiblichen Flammen, ihr kommt jetzt echt wirklich in eure Kraft rein. Egal, was auf der physischen Ebene passiert. Ja, wir haben Success and Growth. Das ist die Karte, die, die 8 der Stäbe anzeigt. Also hier ist eine Bewegung drin. Ja, und wir sehen hier ein Bäumchen, was wächst. Und hier sind Blätter, die mit Herzen zu tun haben. Und der Fokus ist auch auf die männliche Flamme gerichtet. Also man schaut in die Richtung der männlichen Flamme. Es gibt Kommunikation über die Herzensebene. Ja, oder vielleicht auch den Wunsch der Bewegung, dass hier jetzt endlich irgendwie mal Kommunikation passiert auf der Herzensebene, dass darüber gesprochen wird. Die weiblichen Flammen haben jetzt gerade die Kraft, über die Herzensebene, ja, mit ihren männlichen Flammen zu arbeiten und den männlichen Flammen zu assistieren. Ihr werdet gerade dazu aufgerufen, den männlichen Flammen zu helfen. Okay? Ja, damit man hier wieder aufstehen kann. Also das wird bei den männlichen Flammen gleich leider noch ein bisschen krasser. Aber wie gesagt, ich habe hier vorhin wirklich also Tränen vergossen, was das angeht, weil mich das so tief berührt hat. Okay, so, hier ist jetzt Action angesagt. Wir haben die Karte Twin Flame. Eure Zwillingsflamme. Ja, das ist die, die in eurem Herzen lodert. Und nehmt diese Kommunikation an, auch wenn das hier im Außen, okay, nicht sichtbar sein oder nicht sichtbar ist. Ja, das ist wie gesagt nur die physische Ebene. Ja, das ist das, was man greifen kann, was man sehen kann. Ich wache alleine auf, ich gehe alleine schlafen, ich koche alleine und wo ist meine Flamme? Ja, wo ist sie? Ist das alles hier nur Illusion? Okay, ist es nicht. Ihr findet eure Zwillingsflamme, euren Twin, immer in eurem Herzen. Und da ist jetzt, wie gesagt, Kommunikation angesagt. Und ich bitte euch darum, ja, jetzt nicht irgendwie bei euren männlichen Flammen draufzuhauen und fies und gemein zu sein. Manchmal neigt man dazu, gerade wenn man merkt, dass sich jemand emotional entzieht. Gerade wenn man merkt, boah, wir haben das hier schon wieder, jetzt kommt schon wieder irgendwie nichts, das ist schon wieder irgendwie hier so ein Fluchtverhalten, was an den Tag gelegt wird, etc. Das ist allerdings jetzt auch von den männlichen Flammen, weil eben diese Kollektivarbeit betrieben wird, eine ganz große spirituelle Aufgabe, das Ganze zu stemmen, okay? Ja, also bitte habt da Verständnis für und unterstützt eure Twins auf der emotionalen Ebene, dass die das jetzt auch schaffen, dass die das nicht ganz so hart haben mit diesem Turm, mit diesem Tower-Moment, weil den haben wir hier mehrmals mit drin. Ja, das ist auch eine Synchronizität, die hier eben an die Oberfläche kommt. Und ihr sollt euren männlichen Flammen emotionale Stärke geben. Ja, also auch Gespräche über die Herzensebene, ja, mit eurem Twin führen. Ja, das ist eben das, was ich mit dem Assistieren meinte, damit der Neuanfang gestartet werden kann. Wir haben hier die Karte Fool. Ja, hier ist der Narr, der ne, gelernt hat und der mutig ist und die Vergangenheit hinter sich lässt, der einen Quantensprung macht, der sagt, okay, alles klar. Der wird auf ganz vielen Karten übrigens auch mit verbundenen Augen dargestellt, wie die Lady mit den zwei Schwertern im klassischen Sinne. Und er läuft einfach. Ja, der hat einen Hund dabei und der für Treue steht und ist am Abgrund unterwegs und man weiß nicht, ob er fällt oder nicht. Aber er kriegt das hin, weil er seiner Intuition folgt. So, und das ist das, wo ihr auf der Herzensebene jetzt gerade so aufgefordert werdet. Geht bitte in euer Herz. Helft euren Flammen dabei, dass dieser Neuanfang gestartet werden kann. Auf der mentalen Ebene haben wir bei den männlichen Flammen, und das ist wirklich ganz süß, ja, haben wir die Karte Yin Yang.
also die Ausgleichung der männlichen und der weiblichen Aspekte. Das ist ein Integrationsprozess, der stattfindet, der ist nicht einfach. Also der kann, wie gesagt, auch schmerzhaft sein und den Schatten anerkennen, den Schatten integrieren, ne, die dunklen Aspekte irgendwie mit einbringen. Wir sind nun mal ne, jetzt in diesem Leben auf dieser Erde und ne, in dieser Dimension Menschen, ja, wo es eben nicht nur irgendwie die ganze Zeit Licht ist, sondern wir brauchen eben auch den Schatten, um uns selber zu erkennen. Und hier geht es darum, das zu integrieren. Hier haben wir die Zahl 22, also ist etwas, was ne, auch wieder mit Twin Flames zu tun hat. Und hier die Karte Yin und Yang, und da geht es darum, ne, zu mergen und zu verschmelzen. Wir haben die Karte The Angel of Love. Also die männlichen Flammen sind schon darauf konzentriert. Ne? Und es ist egal, wie das hier, wie gesagt, nach außen aussieht. Ja? Und wie schwierig das jetzt gerade auch für die männlichen Flammen ist. Im Mainz dreht es sich um die Liebe. Sie möchten gerne mit ihren weiblichen Flammen zusammenkommen. Da ist auch, wie gesagt, ne, diese Hinarbeitung auf Heilung und auf den Neustart da. The Angel of Love ist eine ganz schöne Energie. Also sie kommt hier mit einem Rosenquarz, ne, und arbeitet hier praktisch gerade am Herzchakra. Was sie übrigens auch macht. Ja, also wir haben jetzt hier zwei Karten, die auf eine Heilung im Herzchakra hindeuten. Okay. Ja, also nicht nur bei den männlichen, sondern eben auch bei den weiblichen Flammen. Und The Angel of Love ist eine sehr schöne Energie für die männlichen Flammen, die zugucken, die jetzt sich gerade irgendwie hier in einem, ja, ich sag mal so, in einer etwas schwierigeren Energie befinden. Fangt an, mit diesem Angel zu arbeiten, also mit diesem Engel. Ihr könnt diese Engel-Energie rufen. Ja, es kann also auch gut sein, dass eure weibliche Flamme gerade in dieser Engel-Energie beziehungsweise damit verbunden ist und unterwegs ist und damit in die Heilung geht, und zwar auf dem mentalen Bereich. Ja, wir haben die Karte Five of Pentacles dazu. Ja. Hier sehen wir ein Paar, was in einer Kirche steht. So, die 5 ist eine Karte, die, ja, es ist so, nicht Fleisch, nicht Fisch. Man ist irgendwie so dazwischen, man soll in die richtige Richtung. Also man hat auch schon irgendwie die Idee oder den Entschluss gefasst, aber es ist noch nicht ganz irgendwie so weit, dass man ins Rollen kommt. Im klassischen Tarot haben wir ja auch eine Kirche und ein Paar, das ist meistens ein Paar, was Lumpen trägt. Ist irgendwie vor dieser Kirche oder vor diesem Tempel oder vor diesem Haus und kommt irgendwie nicht rein. Die beiden, die stehen jetzt schon hier drin, okay? Und wir haben hier die Verbindung von der männlichen und der weiblichen Flamme und Gott, ja? Also Gott ist jetzt mit im Spiel und fängt hier an, Heilung auf das zu werfen, was eben dazu geführt hat, dass man irgendwie nicht nach Hause kommt und immer wieder irgendwie hier, ne, also rumläuft und vielleicht auch ein bisschen verzweifelt ist und sich selber vielleicht auch nicht wirklich erkennen kann. Ja, und ich habe ja gesagt, Gott ist jetzt gerade hier dabei, wirklich etwas einzuleiten, ja, damit hier ne, diese große Heilung geschehen kann. Bei den weiblichen Flammen haben wir, und das ist jetzt ganz, ganz toll, The Goddess of the Moon. Das ist eine Karte, die euch anleitet, wirklich mit eurer Intuition mitzugehen. Das ist eine Karte, die anleitet, Rituale zu machen. Das bietet sich jetzt gerade zu diesem Vollmond an. Also geht in Ritualarbeit rein, verbindet euch mit der Kraft des Mondes. Dieser Mond ist ganz, ganz, ganz intensiv. Ich bitte euch nur drum, in der Zeit von der Eklipse, das sind 3 Stunden, wo der Blutmond, also ne, wo, durchläuft, da am besten keine Rituale zu machen, ja, sondern entweder davor oder eventuell auch danach. Aber während diesen 3 Stunden lass das ruhen, weil das ist eine ganz, ganz spezielle Energie und das kann auch bei den einen oder anderen dann echt nach hinten losgehen. Und von daher, wie gesagt, lasst diese 3 Stunden von der Eclipse raus. Diesmal, glaube ich, sowieso mitten in der Nacht. Also von daher versucht lieber zu schlafen, okay? Hier geht es darum, in die eigene Kraft reinzukommen. Ja, sich auch mit der Kraft der hohen Priesterin zu verbinden. Okay, also von den 2 Schwertern, ja, die einen blind machen, ne, die hat ja auch noch eine Augenmaske auf, aber die ist schon ein bisschen anders. Und hier ist sie mit ihrer eigenen Kraft verbunden. So, und die hohe Priesterin ist ganz intuitiv. Ja, also sie ist in der Lage, Masken zu entfernen und durch den Schleier zu blicken, die Wahrheit zu erkennen. Okay. Wir haben ja auch die Karte Mask und Solitude. Solitude ist der Turm, ja, der ist also auch bei den weiblichen Flammen gefallen. Hier haben wir eine Lady, die sich zurückgezogen hat, die an einem See sitzt, die mit sich alleine ist. Sie denkt auch nach, ja, also ähnliche Körperhaltung auch hier wie bei
Den Achterkelche. Okay. Und ist mit sich alleine und denkt darüber nach, welche Masken sie denn trägt. Ja, das ist ja nicht nur so, dass die männlichen Flammen Masken tragen, sondern die weiblichen Flammen tragen auch Masken. Und es geht jetzt einfach da, also wirklich mal darum, die eigenen Masken auch zu erkennen und die abzunehmen und in diese Kraft der hohen Priesterin reinzukommen. Ja, sich mit dem, auch mit dem Element Wasser zu verbinden. Die magischen Fähigkeiten an die Oberfläche zu holen, ja, und damit zu arbeiten. Und ich habe ja vorhin gesagt, ihr sollt bitte euren männlichen Flammen jetzt gerade assistieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, also die brauchen Hilfe und Unterstützung und wir sollen ja alle in die Heilung gehen und uns gegenseitig heilen. Und auch für die weiblichen Flammen, die jetzt gerade zugucken oder auch die männlichen Flammen, die gerade zugucken und jetzt mit dem Reading nichts anfangen können, ihr könnt trotzdem dafür sorgen, dass diejenigen, die jetzt gerade hier in dieser Energie mit drin sind, dass ihr mitheilt, okay? Also das ist, na, wir müssen hier im Kollektiv zusammenhalten und uns gegenseitig eben diese Heilung schenken und für die, die na, teilweise auf dem Boden liegen, da ist es eben auch unsere Pflicht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, also in unsere positiven Energien und unsere Liebe mit reinzugeben, dass es dann anderen besser geht, weil dann kommen immer mehr Leute in die Union rein, okay? Wir haben die Karte Cornucopia, also die jetzt in der Lage sind, na, auch sich selbst zu erkennen, na, vielleicht auch sich zu fragen, warum gehe ich denn in den Rückzug? Warum flüchte ich eventuell auch? Das ist ja nicht nur so, dass die männlichen Flammen rennen, sondern auch weibliche Flammen rennen zwischendurch. Ja, und was löst das dann in der männlichen Flamme aus, wenn die weibliche Flamme sich zurückzieht und sich hier irgendwie alleine dann an den See setzt und sagt, nö, ich ziehe jetzt mal meine Maske an und ich tue jetzt auch mal so, als wäre mir das alles total egal. Okay, also das kann eben, wie gesagt, bei den einen oder anderen passieren, dass das jetzt an die Oberfläche kommt, um eben auch geheilt zu werden. Und deswegen, ne, verbindet euch bitte mit dem Vollmond, verbindet euch mit der Kraft der hohen Priesterin. Ja, das ist eine ganz magische Karte, die eben kommt, um die Dinge zu enthüllen, das Buch der Weisheit aufzuschlagen, ja, euch darin lesen zu lassen. Das kann ja auch mit Träumen einhergehen, die jetzt in der nächsten Zeit ne, an die Oberfläche kommen. Und die Dinge werden sich lohnen. Wir haben Cornucopia, hier haben wir die 11, wir hatten hier drüben vorhin bei den männlichen Flammen die 22. Okay, also die sorgen dafür, dass jetzt die Dinge in den, oder sie werden dazu gezwungen, dass die Dinge jetzt in den Ausgleich reinkommen. Bei den weiblichen Flammen haben wir das Füllhorn. Ja, also wo es unendlich viel gibt und unendlich für alle gibt. Und das muss einem bewusst werden. Ja, dieses Füllhorn ist immer, no, also immer gefüllt mit den Dingen, die wir brauchen. Sei das jetzt etwas zu essen, zu trinken, Geld, Liebe. Ja, so alles, was man sich wünscht. Hier haben wir übrigens, also das ist eine 2, das ist eine 11, aber ne, wir haben hier 11, 11 auch dann wieder, wenn man das dann als 11 lesen möchte. Und was dann wieder auf die 22 hinführt, okay? Ja, deswegen, wie gesagt, also das ist ganz wichtig, dass die weiblichen Flammen jetzt etwas von ihrer Kraft abgeben und nicht hinterm Berg halten, okay? Ja, weil die Dinge, na, auch wenn man sich fragt, was ist das jetzt alles Illusion? Ja, was habe ich hier veranstaltet? Was soll das alles? Ja, das ist so, was soll das? Okay. Das ist aber nur die physische Ebene. Ja, auf der Herzensebene wisst ihr, das ist euer Twin. Es lodert und brennt hier. Okay, auch wenn die männlichen Flammen momentan vielleicht nicht ganz so greifbar sind, weil eben Nord gezwungen wird, hier in einen Prozess reinzugehen, damit das alles mal aufgeräumt wird. So, die spirituelle Ebene bei den männlichen Flammen ist mega interessant. Auch wieder die Karte des Turms. Hier ist es als Disruption deklariert. Und das ist das, wie die männlichen Flammen sich gerade verhalten, beziehungsweise wo sie gerade drinstecken. Ja, dieses die Hände vor der Brust, das ist eine Karte, die sehr anstrengend ist. Ja, das ist also kein schöner Zustand, der hier stattfindet. Auch eine Defragmentierung. Hier wird eine Schublade nach der nächsten geöffnet und man muss reingucken, weil man hier gefesselt ist, ja, in sich gefangen ist. Hier kommt Licht von oben. Das ist auch das, was ich mit dem Kronenchakra vorhin angesprochen habe. Ja, Licht wird von oben reingeworfen und hier wird gesagt, so, und du guckst jetzt mal genau hier hin. Das ist mega unangenehm, okay? Ja, wie gesagt, das ist halt auch ne? Der Blitz schlägt ein und man muss dahin gucken, um Erleuchtung zu bekommen. Wir haben Trapped in 4. Hier haben wir auch wieder eine 8. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Zahlen irgendwie mit reingenommen. Moment, ich mache mal eben ein bisschen Licht für euch. Moment, ich muss mal eben kurz ein bisschen. So, es werde Licht.
Ich hoffe, ihr könnt was sehen. So, und hier haben wir Trapped in Fear. Also hier ist jemand gefangen in seiner eigenen Angst. Und ja, und das ist auch etwas, was hier mit dieser Turmkarte einhergeht. Also so ein Trauermoment, Leute, der ist echt, das ist total unangenehm. Ja, weil einem vielleicht auch mal auffällt, irgendwie, was man selbst veranstaltet, ja, anstatt irgendwie, ne, anderen immer die Schuld geben zu können. Hier muss man wirklich kleine Brötchen backen. Und das ist auch etwas, was hier mit dem Kehlchakra zu tun hat, ja. Also nicht in der Lage sein, über Ängste zu reden. Jetzt sich praktisch jemand jetzt in sein eigenes Gefängnis eingesperrt. Und das ist etwas, was auf der spirituellen Ebene jetzt eingeleitet wird oder eingeleitet wurde, damit man nicht mehr flüchten kann, ja, damit man nicht mehr hier dieses Verhalten, nö, ich mache mich jetzt vom Acker. Das geht nicht mehr. Ihr sollt in die Union reinkommen. Ja, und wenn man jahrelang immer wieder wegläuft und sich das eventuell dann auch bequem damit macht und ne, sich an so eine Verhaltensweise gewöhnt, kann keine Union entstehen. Und deswegen, ne, kriegen die, also die männlichen Flammen, die werden jetzt gerade hier einmal richtig in die Knie gezwungen. Und denen wird vor Augen geführt, was die hier veranstalten. So, wir haben die Karte Guard dazu oder Guarded. Ja, dass man, ja, das ist so dieser innere Wächter, das ist dieser Türsteher, von dem ich hier vorhin gesprochen habe. Ja, der schützt sich. Und schließt sich vielleicht auch manchmal selber hier irgendwie in sein Gefängnis ein, weil da kann ihm ja keiner was anhaben von außen. Okay, und das wird jetzt halt, wie gesagt, alles schön zerbrochen, damit hier, ne, dieser Schmetterling der Transformation wirken kann, der Monarchfalter. Wir haben das Thema Verbannung. Das kann sein, dass die weibliche Flamme die männliche Flamme verbannt hat. Das kann aber genauso andersrum sein. Es kann auch sein, dass es hier um Verbannung geht, die in der Kindheit oder in früheren Beziehungen stattgefunden hat. Ja, dass da eine Angst ist, verbannt zu werden. Ja, also die weiblichen Flammen können auch gut verbannen, indem die sich einfach umdrehen und sagen, nö, mache ich jetzt gerade nicht mehr mit. Das ist aber, wie gesagt, ich fordere die weiblichen Flammen dazu auf, selbst wenn ihr irgendwie, ne, hier in diesem mentalen Konflikt unterwegs seid. Ja, das ist nur eine Ebene, okay? Und das ist jetzt wirklich notwendig, dass den männlichen Flammen die Hand gereicht wird. Wir haben die Karte Embarrassment, also das ist den männlichen Flammen auch peinlich, ja, was hier in der Vergangenheit gelaufen ist. Das ist auch peinlich. Ja, sich davon zu schleichen und ne, hier so ein Programm irgendwie hochzuziehen und jemanden in so einen mentalen Konflikt reinzuwerfen, dass man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ja, dass man gefangen ist, dass man Herzschmerzen hat, obwohl, ne, obwohl es um wahre Liebe geht, Leute. Okay, und das ist den männlichen Flammen peinlich. Und jetzt sitzen die hier in ihrem Gefängnis, werden aber dazu aufgefordert, sich jetzt hier endlich mal irgendwie selbst zu befreien und durchzukämpfen. Okay. Ja, damit hier keine Leere entsteht auch. Ja, es gibt viele, die fühlen sich jetzt gerade leer, weil halt, wie gesagt, dieser Blitz eingeschlagen hat. Und hier, na, also da ist nicht viel los, so. Da sitzt man dann, wie gesagt, allein und muss sich die Gedanken machen. Ja, was Verbannung auslöst und ne, wie peinlich, ne, Peinlichkeiten oder dass man unangenehm berührt ist von seinem eigenen Verhalten. Okay, also wie gesagt, ne, also das Awakening ist nicht einfach. Man muss erstmal irgendwie richtig runter in den Keller und sich alles genau angucken. Und das ist das, was bei den männlichen Flammen jetzt passiert, damit das alles in die Heilung reingehen kann. Okay, damit wieder Nordliebe aufflammt und man zusammenkommen kann. Männliche Flammen, ihr werdet das schaffen. Wir haben Victory in Success. Okay, das ist eine Karte, also die 6, das ist eine schöne Energie, die zeigt, dass wenn man sich hier irgendwie aus dem Dunklen, ja, wo das Gewitter ist dann irgendwann auch vorbei, okay, das spirituelle Gewitter ist vorbei und man hat es geschafft und na, kann hier die Trompete auspacken und den Erfolg feiern. Okay, und siegreich daraus hervorgehen, weil man seine eigenen Dämonen besiegt hat. Weil man seinen eigenen Schatten integriert hat. Weil man es geschafft hat, Herr über die Dinge zu werden. Ja? Und hier, also wir haben hier die Queen of Swords, das ist für mich auch die weibliche Flamme, die kommt und sagt, okay, pass auf, alles klar, ich weiß, dass es dir gerade nicht gut geht und ich werde versuchen, was in meiner Macht steht, dir auch geistige Klarheit zu bringen. Ja, und sie kommt hier mit ihrem Lichtschwert, ne, und ist auch erleuchtet.
Hier ist übrigens auch so ein, ne, Unwetter im Hintergrund. Ja? Und sie sorgt eben dafür, dass dieses Unwetter bereinigt werden kann, was auch also mentalen Geschichten zu tun hat. Okay. Ja, weil das hier ist auch mental, sich hier einzuschließen und ne, sitzen zu bleiben. Und vielleicht aber auch etwas, was mit Selbstmitleid zu tun hat. Okay. So. Die weiblichen Flammen. Und das ist total schön. Und das zeigt eben auch, dass. Also ein Prozess, der so weh tut, ja, wo man wirklich irgendwie mit sich selber konfrontiert wird und gezwungen wird. Also ich kann jetzt nichts anderes sagen. Also die männlichen Flammen werden jetzt gerade echt gezwungen, ganz genau hinzuschauen, weil das Verhalten in dieser Form nicht mehr möglich ist, ja, für die, die jetzt schon länger in diesem Prozess unterwegs sind. Wir haben bei den weiblichen Flammen auf der spirituellen Ebene die Karte Love Begins. Das ist der Neuanfang hier auf Herzensebene. Okay, man reicht sich die Hand, man reicht den Kelch. Also indem ihr jetzt eure männlichen Flammen unterstützt, okay? Durch einige Dinge muss man einfach alleine durch. Und das ist bestimmt auch, ne? Ich habe ja hier von irgendwie Embarrassment, also von diesem peinlich, ne? Das ist peinlich berührt sein. Es ist peinlich, dass man merkt, dass man so ein blödes Verhalten an den Tag legt, ja. Und dann sitzt man hier am Strand und fragt sich, was soll das alles? Wo kommt das her? Das, wie gesagt, das geht jetzt in die Heilung rein, okay? Die weiblichen Flammen, ihr werdet, wie gesagt, auf der spirituellen Ebene dazu angeleitet, euren männlichen Flammen die Hand zu reichen, den Kelch mit ihnen zu teilen. Einen Neuanfang, den wir jetzt ja hier auch hatten, mit The Fool, ja, einzuläuten. Habt ein kleines bisschen Geduld, okay? Ich habe ja gesagt, das ist jetzt ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Das ist eine ganz große Geschichte jetzt hier. Manchmal gibt es kleinere Heilungen und das hier ist jetzt richtig bam, damit ihr in die Union reinkommt. Ja, das ist das Ass der Kelche. Sehr schön. Ja, es hat mit Selbstliebe zu tun. Also man muss auch lernen, sich selber zu lieben. Ich weiß auch, dass die einen oder anderen weiblichen Flammen da Probleme mit haben. Ja, das geht aber allen so und das ist halt nun mal ein Weg der Selbstliebe, der mit Tälern und hohen Bergen und einem steinigen Weg belegt ist. Das wird sich aber letzten Endes lohnen für euch, weil das ist natürlich auch euer Schicksal. Ja, hier ist auch die weibliche Flamme und sie heilt gerade. Hier haben wir die 10. Also auch hier kommt Gottes Licht von oben, okay, um etwas einzuläuten. Und zwar um diesen Neuanfang einzuläuten. Und hier haben wir die Karte Offer. Auch hier haben wir Hände, die einen Kelch reichen. Okay, und deswegen habe ich auch nur gesagt, ihr sollt bitte auf eure männlichen Flammen, wenn es nur energetisch ist, zugehen. Ja, und ihnen gut zureden, dass sie das hier schaffen und dass ihr das zusammen durchsteht, okay? Also jetzt ist nicht der Zeitpunkt, sich wegzudrehen und abzuhauen und irgendwie alles stehen und liegen zu lassen, weil na, wenn jemand so auf dem Boden liegt hier, wie die männlichen Flammen das gerade tun, dann, ja, es geht um wahre Liebe, okay? Dann hilft man jemandem. Ja, anstatt irgendwie sich wegzudrehen und zu sagen, ach, das hast du jetzt davon, okay? Also das ist nicht Sinn der Sache. Weil das hat nämlich auch mit einer Maske zu tun und da sollen die weiblichen Flammen bitte auch genau hingucken. Okay, trage ich jetzt eine Maske, wenn ich mich abwende? Ja. Und na, nehmt das bitte ab, okay? Kommt in eure weibliche Kraft rein, arbeitet mit der Hohen Priesterin. Ja, so auch die Spirits wollen auch mit euch arbeiten, damit das hier, wie gesagt, in die Union reingeht. Und letzten Endes, wenn ihr eure Seele fragt und euer Herz fragt, euer Twin ist da. Okay? Das ist eine Twin Flame Beziehung hier. Offer. Es ist doch nichts dabei, jemandem den Kelch der Liebe zu überreichen. Ihr wollt doch auch daraus trinken, okay? So, und das Rad des Schicksals, ja, das ist, ne, also man sieht, ja, teilweise ist man hier unten dann eben auch, ich sag mal, nur vielleicht auch defragmentiert oder fast unsichtbar. Und sie ist jetzt ganz klar sichtbar, okay? Ja, und lässt, wie gesagt, auch ihr Licht strahlen über die spirituelle Ebene, ja? Und das heißt also, dass da eben auch das weibliche Kollektiv sehr gut mitmacht. Ja, und hier jetzt eben auch, wie gesagt, diese Heilung vonstatten geht. Und man in die Kraft der Ten of Pentacles. Also, ja, das ist eine Schatzkiste, die hier aufgeht. Also, es wird sich lohnen, okay? Das ist das, was die Karte euch sagt. Es wird sich lohnen, am Ball zu bleiben und dran zu bleiben. Ja, und nicht hier, wie gesagt, auch in diese Turmenergie reinzugehen. Und, ne? Also, wer sich hierbei erwischt irgendwie.
Legt, na, also hier geht es darum, wie gesagt, diese Masken abzulegen, die man sich selber irgendwie angezogen hat, okay? Ähnlich wie bei den, wie bei den männlichen Flammen. Also wir spiegeln uns da ganz, ganz oft. Nur die weiblichen Flammen haben jetzt einfach in diesem Moment viel, viel mehr Kraft, okay? Ja, und also, na, das ist auch wie so eine Art Füllhorn. Also, na, hier fließt auch etwas, was sich materialisiert auf der materiellen Ebene. Die Energien, die zwischen beiden liegen. You deserve love. Ja, ihr seid liebenswert. Und das ist das, was die männlichen Flammen den weiblichen Flammen sagen möchten. Ihr seid liebenswert. Es tut mir leid, wenn ich hier Herzschmerzen ausgelöst habe. Es tut mir leid, wenn ich dich in einen mentalen Konflikt hineingebracht habe und dich da einfach total blöd sitzen lasse. Es tut mir leid, wenn du nicht weißt, nach welchem Kelch du greifen sollst. Wenn, dass du, ne, denkst, du bist vielleicht verrückt oder verwirrt oder ne, dass das alles nicht war, dass ich jetzt hier irgendwie so etwas ausgelöst habe. Es tut mir leid und ich liebe dich. Ja, auch wenn ich mich hier davon geschlichen habe, ja, auch wenn ich jetzt hier gerade irgendwie sitze und der Turm über mir zusammenbricht und mein Leben eventuell zusammenbricht, du bist liebenswert. Meine Liebe ist auf dich ausgerichtet. Ich möchte dieser Beziehung eine Chance geben. Auch wenn ich gerade verzweifelt bin und hier überhaupt gar nicht klarkomme, ich möchte dieser Beziehung eine Chance geben und ich arbeite daran. Bitte arbeite du auch daran. Ich möchte, dass wir uns ansehen können, ja, dass wir uns in den Armen liegen können und dass wir wieder lächeln können. Nachdem der Turm hier oben, ja, hier sieht, das sehe ich jetzt das erste Mal, hier ist so ein Schloss dargestellt, nachdem das hier zusammengebrochen ist, treffen wir uns wieder. Habt bitte einen offenen Geist, was euren Twin betrifft. Das ist eine Beziehung, die alles, was bisher da gewesen ist, total komplett sprengt und aus den Angeln raushebt. Und mir geht es übrigens als männlicher Twin genauso, ja? Ich fühle das auch, ne? Bei mir ist auch Land unter. Okay? Ich habe vielleicht auch die Kontrolle verloren. Ja, genauso wie die weibliche Flamme die Kontrolle verliert zwischendurch. Ja, und na, also, wir sind in Kontakt miteinander. Keep an open mind. Ja, das ist vielleicht alles anders, als es bis jetzt erlebt wurde. Gott ist aber auch mit dabei. Ja, wir haben hier Engelchen, Engelenergien. Und man möchte sich kennenlernen. Und es geht um wahre Liebe. Das ist die Romanze dieses Lebens. Für beide. Das ist etwas, was von Gott eingeleitet wurde. Ja, man muss den ganzen Schwachsinn und den ganzen Scheiß, den man veranstaltet, als männliche Flamme und auch als weibliche Flamme, okay? Das ist jetzt nicht so, dass die weiblichen Flammen irgendwie ne, voll mit Licht und Liebe sind. Also wir gehen auch durch das eine oder das andere durch. Und wir sollen daran erinnert werden, dass es hier mit der Romanze unseres Lebens zu tun hat, okay? Und auch wenn man jetzt gerade ne, das eine oder andere nicht versteht, was bei der männlichen Flamme vor sich geht, dazu sind diese Kartenlegungen da. Ja, wieder weich zu werden und wieder ne, sich auf die Romanze zu besinnen. Und ich meine, wenn jemand am Boden liegt, dann tritt man nicht noch rein. Dann reicht man demjenigen die Hand. Und das ist das, wozu ihr spirituell jetzt aufgefordert werdet. Okay? Seid lieb. Redet der Person, die jetzt hier gerade sitzt und überhaupt gar nicht mehr klarkommt. Ja, und vielleicht auch gar keinen Ausweg weiß, in welche Richtung das jetzt hier gerade gehen soll. Übrigens auch eine 7 wieder, ja? In der Quersumme. Redet ihnen gut zu, damit Union-Energie kommen kann. Ja, das ist jetzt vielleicht ne, für die einen oder für die anderen die letzte große Hürde, die jetzt hier gerade passiert. Bis ja, diese Unionsenergien kommen können, bis man das dann wirklich geschafft hat. Und dann, na, ihr könnt verdammt stolz auf euch sein, wenn ihr jetzt so, schon so weit gekommen seid. Und na, wie gesagt, wenn es jetzt für die einen oder anderen die letzte große Hürde ist, da freue ich mich immens. Das finde ich sehr, sehr schön. Wie gesagt, das wird jetzt gerade ganz groß aufgeräumt. Und na, seid nicht böse auf eure männlichen Flammen, wenn die jetzt gerade hier sitzen und überhaupt gar na, nicht mehr können. Okay? Ja. Das wird sich alles lohnen für euch. So, meine Lieben, ich wünsche euch ganz viel Licht und Liebe und ja, bleibt stark und kommt in eure göttliche Kraft rein. Das passiert alles nicht umsonst und ich wünsche euch alles Liebe vom Herzen. Bis bald, bye bye.